Drei Monate nach dem verheerenden Beben in Kroatien tun sich ungewöhnlich viele Erdlöcher auf. Die Gegend südwestlich der Hauptstadt Zagreb gleicht einer Kraterlandschaft. Rund 100 Senkgruben klaffen im Boden. Einige Löcher bilden sich gefährlich nahe an Häusern und gefährden deren Standfestigkeit. Wie das kroatische Geologische Institut erklärt, handelt es sich bei diesen Senklöchern um Einsturzsenkgruben. Die Entstehung von Dolinen sei dort nichts Ungewöhnliches. Aufgrund der besonderen geologischen Zusammensetzung des Gebiets, wo der Boden auf Kalkstein ruht, der sich mit Grundwasser sättigt, entstünden solche Senkgruben dort häufiger. Allerdings nicht zu viele auf einmal, denn in der Regel vollzieht sich dieser Prozess über Jahrzehnte hinweg. Die Erschütterungen durch die Nachbeben haben die Entstehung der Löcher demnach beschleunigt. Bei dem Beben der Stärke 6,4 kamen am 29. Dezember 7 Menschen ums Leben. Es folgten mehrere starke Nachbeben. Die angerichtete Zerstörung ist auch drei Monate danach nicht zu übersehen. Der größte Ort der Region, Petrinja, ist gut von der Hälfte seiner 25.000 Einwohner verlassen. Noch immer sind dort gelegentliche Erdstöße der Stärke 4 und mehr zu spüren.